Ich habe heute Abend hier echt einen Clown neben mir sitzen. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann. Hallo Freunde und willkommen zurück, der NRW bei 18 hier, samt Anhang. Dem ja. Sven wird's freuen. Heute nicht an der Maus. Ich brauche heute starke Nerven. Ja, wir sind hier wieder in der, oder immer noch in der Vergangenheit. Lange musstet ihr warten auf einen neuen Teil Still Alive. Das hat viele Gründe, aber die brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht zu erwähnen. Und ja, wir suchen immer noch eine Stelle, wo es weitergeht. Und die haben wir auch in der Zwischenzeit gefunden. Wir müssen, wie ich schon fast vermute, ein Schatten. Eine verdächtige Schatten. Hier und dann hier hinten weiter. Und dann geht's auch weiter. Sozusagen zurück zum Anfang. Gustav. Film ist raus. Nein, ist der nicht. Der kommt jetzt im August raus. 25. August, du Scherzkeks. Echt? Ich hab Datum vertan. Nein, nur um 2 Monate. So ein Mist aber auch. Da können wir jetzt das Bötchen benutzen. Hohoho. Er schafft. Also in Wahrheit willst du das nicht so schaffen. Er schafft das. Und jetzt hält er das Boot ist auch nicht fest. So. Tja. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Jetzt gibt es keinen Strom mehr. Da der aber auch nichts sagt. So, ups oder so. Gar nichts. Das ist ja auch mal interessant hier. Der sagt wirklich nichts. Das bestimmt wieder reparieren. Na, wahrscheinlich. Jetzt gehen gleich die Lampen aus. Nee, die Tür geht nicht auf. Toll. Die Tür ist verschlossen. Da haben wir auch nichts kommen. Toll. Ach klar, er klettert jetzt die Schaufelräder hoch, wetten? Ich wusste es. Ja, ich meine gut, bei der Größe. Also ich würde das nicht machen, diese Schaufelräder sind sehr glitschig. Ach, du bist ein Experte, was? Ach, Herr Jemini. Ich hatte doch hier gerade ein Symbol. Wo ist denn das hin? Das ist eine Leiter. Ich habe eigentlich keine Lust, nass zu werden. Vielleicht kann man das Wasser hier irgendwie ablassen. Ach, guck mal, wie geil die Spiegelung vom Wasser aussieht. Also da muss man das Spiel wirklich loben, das haben sie echt geil gemacht. Das erinnert mich an Tomb Raider. Hä? Das stimmt gar nicht. Was du jetzt schon wieder denkst, wo sind wir denn überhaupt? Ach, da. Das Wasser läuft doch ab. Tja, das sieht aus wie so ein Swimmingpool hier. Moment. Ich versuche mir hier gerade noch so vorzustellen, was das hier... Ups. Das Phantom der Oper. Ach, Quatsch. Ach, hey. Oh, und er sagt mal wieder nichts. Da hat es, glaube ich, gerade auf einem Bild gesehen. Nein, die Lichter. Ja, aber noch ein Ring. Seltsam. Dieser hier sieht ganz neu aus. Was hat das mit diesen Ringen auf sich? Das ist immer noch nicht rausgefunden. Ja, was für ein Glück. In the Turm. Und er sagt immer noch nichts. Irgendwie ist das hier so gerade ein bisschen lieblos. Da geht's runter und hier geht's rauf. Oh, oh. Schnell wieder rein. Die sind ja noch da. Irgendwie von der Perspektive so ein bisschen doof. Er bait hier. Aha, was ist das? Kein Wasser. Oh, Geisterhand. Die Geister, die ich rieche. So lassen wir jetzt das Wasser ab. Du musst Druck auf dem Kessel. Und 3 Liter. 3 Liter, hier sind 4 Liter und hier ist eine Erleuchtung. Hier senkt sich das Wasser. Oh nein, es ist irgendeine Art Rätsel. Ah.
die braune Brühe. Jetzt nochmal. Du musst jetzt da 2 Liter rauslassen. Hä? Da steht auch drin, da sollen 3 Liter drin sein. Nee, 4. 1 Liter musst du rauslassen. Und dann senkt sich der Wasserspiegel. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, und jetzt, wie mache ich ihn wieder zu? Jetzt lasse ich doch alles ab. Ach, warte mal. Hier bleibt jetzt 1 Liter drin und da unten gehen 3 Liter rein. Also jetzt... Was? Also irgendwie verstehe ich das jetzt nicht. Wie viel hat er jetzt da rausgelassen? Ganz oben soll so ein 5 Liter sein. Dann steht das jetzt irgendwo bei... 3 Liter. Der Eimer hat 3 Liter. Ja, würde ich sagen, ne? Und 4 müssen es sein. Jetzt musst du 1 Liter aus dem Eimer rauskippen. Irgendwie kapiere ich nicht. Warte mal. Können wir jetzt... Die können wir ablassen? Lässt der jetzt hier alles ab? Ja. Hm. Nee. Oder? Soll das jetzt alles sein oder? Na. Das ist wieder so ein Professor Layton-Rätsel hier. Das ist ja furchtbar. Nee, das ist leer. 3 Liter. Kannst du das denn wieder zudrehen? Nein, kann ich nicht. Das ist ja das Problem. Ich kann den nur volllaufen lassen und dann war er das. Jetzt läuft er wieder ganz voll. Na, Eimer ist voll. Aber ich muss jetzt doch irgendwas mit diesem verdammten Eimer machen können. Vielleicht erstmal nochmal draußen umschauen. Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen. Da oben ist auch irgendwas mit Wasser gewesen. Ne? Die Tür ist verschlossen. Das war zu erwarten. Dann gucken wir nochmal draußen. Ich meine, bei der Ermordeten haben wir jetzt den Ring gefunden. Was für ein furchtbarer Mord. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir können hier vorne irgendwo hin, aber dem ist leider nicht so. Ja, das heißt, wir sind wirklich darauf beschränkt. Du musst das Rätsel lösen. Also ich mag ja wirklich knackige Rätsel, wirklich. Aber irgendwie, das Spiel hier, es ist irgendwie komisch. Wenn du guckst, da oben hast du auch noch so einen Wasserbehälter, ne? Naja, hier. Du kommst nicht hin, wa? Kannst du vielleicht diesen roten Knopf da betätigen? Was passiert dann? Was, einen roten Knopf? Da ist doch ein roter Knopf an dem Kasten. Wo siehst du da einen roten Knopf? An den... Da. Das wird wohl nichts. Ich denke mal, darüber lösen wir das aus. Ja, aber wie kriegst du den Eimer wieder leer? Tja. Das wird wohl nichts. Ja, das... Ich meine Güte, nee, kann man das nicht abkürzen hier? Ich meine, das haben sie zwar schön animiert, auch wenn man keine Hand sieht, aber es nervt. Tja, wie kippt man den Eimer? Und ja, ich meine, ich kann es nicht anhalten. Ich meine, dann wäre es ja natürlich auch zu einfach, aber... Das wird wohl nichts. Kannst du jetzt irgendwas mit dem Eimer da oben reinziehen oder was? Nee. Der schiebt ihn automatisch da drunter. Man kann nichts machen.
Irgendwie am Waschbecken oder was kriegen. Ah! Aber hier kippt auch wieder alles aus. Ich hätte die 2 Liter da noch drin lassen müssen. Also nochmal von vorne. Jetzt wissen wir es wenigstens. Hätten wir das geklärt. Und das meine ich, dass das Spiel einem irgendwie nicht sagt. Das ist echt zum Mäusemelken. Das sind versteckte Hinweise. Na, das sind nicht Hinweise. Man hätte es einfach irgendwie kurz erklären können. Pass mal auf, da kannst du das machen. Hier ist das Rätsel. Mach. So, also hier oben müssen 4 Liter rein. Hier unten können wir 3 Liter Wasser reinmachen. Lass hier 3 Liter wieder rein. Naja. Liter drin. Wenn du den jetzt wieder auskippst. Das wird wohl nichts. Den Eimer auskippst. Nein! Der Eimer muss hier stehen. Erst dann können wir das. So. Geht kein Tropfen daneben. Nein. So, jetzt haben wir hier 2 Liter drin. Und jetzt füllst du den Behälter oben wieder auf. Nein, ich lasse jetzt hier die 2 raus. Muss er das bringen? Und wenn ich den jetzt hier wieder auffülle, dann bringt das auch nichts. Dann füllt er mir den wieder auf 5 Liter. Ja, meine ich, aber dann erfüllt ihn mir wieder auf 5 Liter. Ja, aber guck, was passiert. Was soll denn hier passieren? Der füllt ihn jetzt wieder auf 5 Liter. Dann kannst du in einem Eimer anklicken, wie viel du auskippen möchtest. Was soll ich meinen? Das bezweifle ich. Freunde, ich würde vorschlagen, wir probieren uns hier einfach aus und dann melde ich mich wieder, wenn wir soweit sind. Bis gleich. Irgendwo muss es ja einen Trick geben, ne? Jetzt hängst du wieder auf. Ja, das sage ich ja. Ich kann nicht auf die Skala klicken. Ich kann nur den einmal als Ganzes anklicken. Nein, jetzt weiß ich. Du musst die 3 Liter da reinmachen. Hier oben müssen 4 Liter rum sein. Ja, warte doch jetzt. Das heißt, ich muss hier unten 2 Liter haben. Ja. Jetzt gibst du die aus. Nehme ich die 2 auch noch raus? Genau, dann holst du die 2 auch noch raus, dann geht da nur noch 1 Liter rein. Ja. Dann bist du auf 4 Liter. Auf. Und 1 Liter geht unten rein. Ja. Und dann 4 Liter oben. Das hatte ich eben vor, bevor du gesagt hast, lass jetzt nochmal voll. Ja, Freunde. Und ich habe gar nicht geschnitten. Hat sich die Maus hat doch was drin rumschwimmt. Das auch nur mit 4 Litern geht, ne? Das Gleichgewicht der Kräfte. Was 4 Liter doch so bewerkstelligen können. Der ganze Pool wird leer. Was finden wir unten? Der senkt das mal ab, ganz leer wird er nicht. Nee, sieh ja, die Pumpe läuft doch. Er hat doch gesagt, ich will keine nassen Füße kriegen. Und wenn er keine nassen Füße kriegen will, dann muss das Wasser komplett raus sein. Na. Und es läuft trotzdem nicht mehr raus. Wupp. Da bin ich mal gespannt. Ach guck mal, er macht's automatisch. Tja, George Stoppard hätte jetzt hier ganz viel Hilfe gebraucht. Aber vielleicht sind die Deckel in Paris auch schwerer als hier. Wieder die Kanalisation.
Jetzt sind wir wahrscheinlich auf der anderen Seite, eben wo wir... Eben ist gut. Wo wir damals schon mal waren. Also man hat hier wirklich in den Screens nicht wirklich viel eingearbeitet, was man sich angucken kann. Man kann hier wirklich jetzt nur rausgehen? Oh wei. Oh nein! Ach, was ist denn das? Und ich kann... Ach, muss ich hiermit, ja. Eine Wand. Das hätte man jetzt hier auch mit Tastatur schon machen können. Ah, schon mal richtig gegangen. Da links war nämlich eine Wand. Das wäre jetzt zu einfach, glaube ich. Das, ja. Aber es wäre schön gewesen. Also man hat es auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass das Inventar und auch die Steuerung manchmal hier beim Spiel... Hallo? Wirklich echt blöd gemacht sind. Und das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Jetzt sind wir wieder zurück. Ja, was soll ich machen? Nicht ganz zurück. Auch wie jetzt hier, das hätte man jetzt super schön mit Tastatur machen können, aber man muss es mit Maus machen. Oh oh. Oh, ich glaube, die Konzentration ist... Oh. Die nächste Tote. Das ist ein bisschen viel. Ihhh! Das ist nicht nur eine Tote. Leck mich am Affenarsch. Eieiei, das nächste Video, was ich nicht monetarisieren kann. Nächster Ring. Ja. Oh. Okay, ich kann hier nichts machen. Boah, schnell raus hier. Leute. Komm ich jetzt hier? Ach ja, okay. Weitergehen können, Gang nach unten oder so. Nein, kann ich nicht. Ich muss hier wieder zurück. Aber das sind diese Schockmomente, die das Spiel... Der lässt hier einfach so liegen, ne? Echt gut. Guck mal, kann. Ja, was soll er machen, ne? Soll er dich jetzt mitnehmen? Außerdem war das ja keine... Kitze machen. War das... den ganzen Weg zurück. Ja, aber vielleicht hätte ich das hier machen müssen. Oder gut, dass ich vielleicht gemacht habe, ich weiß es nicht. Weil wir haben jetzt den Ring. Das waren ja nur noch... Ich immer noch nicht weiß, was du mit den Ringen sollst. Ne? Das waren ja auch Überreste von einem Mensch, vermutlich von einer Frau. Das war jetzt kein ganzer Körper mehr. Ah, dass der aber auch nicht rennen kann. Auch dass unser Held hier so geschützt ist, in Anführungsstrichen, dass uns hier nichts passiert, das wundert mich auch. Und er geht schief. Das erinnert so ein bisschen an GTA 2. Ein wenig. Obala. Es geht nur noch Elvis, der da rumläuft in der Kolonne. Aha, aha, aha. Ich habe den Weg gefunden. Ja. Ich glaube, die Herausforderung hier besteht nicht darin, dass hier... Weg nicht gefunden. Was war das? Ja, ja, das meine ich ja. Ich denke mal, das war die Herausforderung hier. Oh, schon wieder. Oh. Die Ringe. Die Ringe, wie viel habe ich? Inventar, hallo? Ach, da. Ich denke, ich muss die jetzt hier reinsetzen. Er ist richtig drin. Der passt da gar nicht rein. Ja, aber wo passt er nicht rein? Hier passt... Ne, da passt er auch nicht. Der passt hier nirgendwo.
4. Auch nicht. Oh, seht ihr, Freunde? Und das meine ich wieder. Man bekommt keinerlei Hilfestellung. Nichts, gar nichts. Das ist eigentlich der richtige Ring, nur verkehrt rum. Ja, und vor allen Dingen, wir können ihn nicht benutzen. Ich kann auch mein Inventar nicht aufrufen, gar nichts. Die restlichen hier, die haben zu wenig Noppen hier. Aber alle. Kannst du da vielleicht an den Seiten drehen? Ja, sicher kann ich den An den Seiten da. Nein, das habe ich ja schon ausprobiert. Ich kann das hier anklicken, aber das tut sich nichts. Nichts. Rechte Maus, das da nicht. Nein, gar nicht. Und hier kann ich nur runterholen und wieder hochstecken und dann hier drehen. Aber keins von unseren Ringen passt hier. 2-2 haben wir hier auch nirgendwo. 3-1er. Ja, habe ich, aber da passt die Anordnung nicht. Sowas hasse ich wie die Pest. Nee, Freunde, das macht keinen Spaß hier. Das macht echt im Moment keinen Spaß. So ein Werkzeug oder sowas? Nein, gar nichts. Nur die 6 Ringe. Ein altwirkender Metallring mit Zacken wurde in der Kanalisation des abgebrannten Viertels gefunden. Tja, das ist das Einzige, was ich hier habe. Freunde, wir schauen uns das an und ich weiß jetzt gar nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Wir melden uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Ja, was für ein Schloss. Jetzt ist auch dieser Ring los. Oh mein Gott. Toll. Aufwachen! Na los. Nun, es freut mich, dass Sie meiner Spur gefolgt sind, MacPherson. Sie können mir bei meinem letzten Meisterwerk zusehen. Ergänzen? Wach auf! Du willst doch nicht etwa den Hauptakt verpassen. Thank you.
Dieses Bild heißt »Bis dass der Tod uns scheidet«. Die Frau in diesem Gemälde scheint das Leiden des Mannes, der neben ihr kniet, vollkommen zu missachten. Auch hier wieder ein dunkler Tunnel und eine bedrohliche Gestalt, die im Schatten lauert. Es scheint, als wolle Ackermann einen Moment aus seiner Kindheit nachstellen, wobei Vergewaltigung und Leid mitschwingen. Achte auf die Position des Mannes. Er wirkt verletzlich, schwach und schutzlos. Genau so hat Ackermann sich wahrscheinlich damals gefühlt. Reinigung der Seele. Zum ersten Mal in Ackermanns Werk wird eine Frau in verführerischer Pose abgebildet. Sie schwebt auf der Leinwand, ihr roter Mantel flattert im Wind und steht im Kontrast zur Grabesstille des Hintergrunds. Rot, die Farbe der Leidenschaft und Verführung, dominiert den Vordergrund, ist aber von purpurnen, grauen und schwarzen Tönen umgeben, den Farben des Todes. Der Frau fehlen die Augen, was vielleicht wachsende Verwirrung und Zorn gegenüber den Frauen in seinem Leben symbolisiert. Die Brücke am aufgewühlten Fluss. Die Frau im Vordergrund wirkt besorgt und fixiert den Betrachter. Ihr ist wohl nicht bewusst, von welchem Chaos sie umgeben ist. Der weite und stürmische Himmel, der üblicherweise für Freiheit und Offenheit steht, löst hier stattdessen bedrückende Gefühle aus und lauert über der Landschaft. Ist das Mark, der seine Mutter bestrafen will? Dieses Gemälde heißt »Die Straßen von Prag«. Ackermann lebte nur wenige Jahre in Prag. Auffällig sind die dunklen Seitengassen. Sieh dir die Farben an. Die Mauern sehen fast aus, als wären sie wundgeschlagen. Ackermann mochte diese Stadt offenbar nicht. Die Vergebung der Sünderin. Die Frau, die hier abgebildet ist, befindet sich in einer verletzlichen und unterwürfigen Position. Sie fleht inbrünstig um Vergebung. Vielleicht wollte Ackermann mit diesem Bild zeigen, wie seine Mutter ihn um Verzeihung hätte bitten sollen, weil sie ihn nicht beschützt hat. Das erste Bild trägt den Titel »Verlassen«. Rechts ist eine betrunkene Frau zu erkennen, die sich offenbar dessen, was um sie herum geschieht, nicht bewusst ist. In der Mitte des Bildes durchbohren zwei unheimliche Augen die Dunkelheit. Wir wissen, dass Mark Ackermann von seinem Vater missbraucht wurde und seiner Mutter vorwarf, dass sie dies wusste, aber nichts unternahm. Dies spiegelt sich auch im Gemälde wider. Die abgebildete Frau scheint der drohenden Gefahr gleichgültig gegenüberzustehen. Das hier heißt »Der Schüler«. Sein Titel deutet darauf hin, dass Mark den hier dargestellten Mann gut kannte. Obwohl Ackermann in seinem eigenen Kerker steckte, half ihm sein Schüler, diesem gewissermaßen zu entfliehen, was durch das Licht veranschaulicht wird, das durch das Fenster auf den Mann fällt. Er benutzt ihn, um seinem eigenen Gefängnis zu entfliehen. Der Titel dieses Bildes lautet »Geistlos«. Dieser Mann ist buchstäblich geistlos. Achte auf die Nähte an der Stirn, wo vermutlich eine Lobotomie durchgeführt wurde. Das ist Marks schlimmster Albtraum, in einem Gefängnis von Körper und Geist festzustecken. Der Mann steht zwar in einer von Dunkelheit umgebenden Ecke, aber durch ein offenes Fenster dringt Licht herein. Ironischerweise ist sich der Mann dieses Fensters zur Freiheit aber nicht bewusst und bleibt gefangen. Ah, Beatrice. Diese Pflegerin scheint für Mark die ideale Frau zu repräsentieren. Und vielleicht war sie es auch. Die aufmerksame, liebevolle und verführerische Frau wird von engelhaften Weißtönen umgeben. Ihr satter und lebendiger Hautton steht im Kontrast zu früheren Werken. Dieses hier heißt Dr. Hyde. Es ist das erste aus seiner L.A.-Serie. Ackermann ist in den 30ern bekanntlich in eine Nervenklinik eingewiesen worden. Der Mann in diesem Gemälde stellt Marks Psychiater dar und ist die Karikatur eines ehrlosen Mannes, dessen Blick hinter dicken Gläsern verborgen ist. Das Bild strahlt eine gewisse Arroganz aus. Schau dir sein Lächeln an. Er sieht aus wie ein Dorftrottel. Mark respektierte diesen Mann offensichtlich nicht. Dieses Gemälde »Spirituelle Momente« ist das zweite, das in Chicago entstand. Man merkt, dass Mark sich hier wohlfühlt. Die Sonne geht auf und vertreibt das Dunkel. Beachte die warmen orangenen, gelben und roten Farbtöne. Vielleicht war Mark endlich zur Ruhe gekommen und fühlte sich in Chicago zu Hause. Das hier heißt »Gestörte Zuflucht« und ist das erste aus seiner Chicago-Serie. Einer der ungewöhnlichen Aspekte dieses Gemäldes ist die Perspektive, in der es gehalten ist. Es wirkt, als ob Ackermann in diesem Raum ein ungebetener Gast sei, der sich hinter einem Vorhang versteckt. Die abgebildete Frau weiß anscheinend nichts von seiner Anwesenheit und auch nichts von der Dunkelheit, die ihre in Licht getauchte Zuflucht umgibt. Der hat seine Morde gemalt. Wow, krass, wa? Ja, Freunde. Da sind wir wieder in der Gegenwart. Wir haben jetzt echt ganz gespannt hier gelauscht und es war wirklich erschreckend. Das ist ja wie ein Hörspiel.
Ich bin gespannt, was YouTube zu den ganzen Szenen sagt, aber nun gut, das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Und ja, das Problem ist erstmal, dass der Teil viel zu lange schon geworden ist, deswegen machen wir Schluss und sehen uns hoffentlich gleich alle wieder im nächsten Teil. Bis gleich, NRW über 18, adieu. Bis dann.